auf 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt: Mein Kind ist schwer krank. Und ich möchte gerne eben mit Leuten sprechen, mit Eltern sprechen, deren Kind schwer krank ist, vielleicht sogar todkrank ist. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und bevor wir beginnen, eine kleine Bitte von meiner Regie. Und zwar möge eine Melanie, die gerne mit mir sprechen möchte, die möge bitte auflegen, damit die Kollegen aus der Regie sie zurückrufen können. Irgendwas stimmt da mit der Leitung nicht. Also Melanie, bitte richtig den Telefonhörer auflegen. So, mein Kind ist schwer krank, das ist unser Thema. Und zu diesem Thema hat angerufen Cornelia. Cornelia ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Cornelia. Hi, Domian. Cornelia, dein Kind ist schwer krank. Ja, ich weiß nicht so genau, wie schwer krank das ist. Ich weiß bloß, dass er Hautkrebs hat. Sie hat Hautkrebs? Ja, vom Solarium. Also es handelt sich um eine Tochter. Mhm. Wie alt ist die Tochter? 28. 28. Mhm. Wie weit ist der Hautkrebs denn fortgeschritten? Ja, das ist es ja, das weiß ich eher gerade nicht. Also das war so. Also meine andere Tochter hat mir das zugetragen, dass halt meine ältere Tochter Hautkrebs hat vom Solarium. Moment, kannst du vielleicht ein bisschen deutlicher reden, sonst kann ich sie so gut verstehen. Ja, also meine mittlere Tochter, ja? die hat mir das zugetragen, dass halt ihre Schwester Hautkrebs hat. Ach so, du hast mit deiner Tochter persönlich noch gar nicht darüber gesprochen? Nein, die redet da nicht mit mir drüber. Ach, und seit wann weiß deine Tochter das, dass sie das hat? Das weiß sie seit ca. 5 Wochen sowas. Wie lange? 5 Wochen. 5 Wochen? Ja, sowas ungefähr. Dann habe ich drauf angesprochen. Ja. Und da hat sie halt erstmal ihre Schwester angeschaut, nach dem Motto, warum hast du mich verpetzt, ne? Mhm. Und sie wollte mich wahrscheinlich selbst nicht belasten, weil ich selbst krank bin. Ja. Und dann habe ich sie halt gefragt und gesagt, sie muss jetzt nochmal zum Arzt und der wird dann Probe entnehmen. Ja. Dann habe ich halt eine Weile gewartet und dann habe ich nach 14 Tagen nochmal gefragt. Und dann hat sie gesagt, ja, die Probe, wenn es entnommen ist, muss ich aufs Ergebnis warten. Und dann wieder nach einer Weile, dann habe ich sie wieder gefragt, was ist jetzt mit dem Ergebnis? Und ja, es wird nicht so gut aussehen. Und dann habe ich ihr gesagt, das geht aber nicht um mein Solarium. Mhm. Doch, hat sie gesagt, das brauche ich, das muss ich, kann ohne Solarium nicht sein. Ja, das ist natürlich völliger Wahnsinn, wenn man einen Hautkrebsbefund hat, dann noch weiter ins Solarium zu gehen. Wichtig finde ich jetzt die Fragen, ist dieser Hautkrebs, ist der gestreut? Sind die Lymphknoten betroffen? Ja, das ist alles Sache, wo ich nicht will. Das weißt du nicht. Das sagt sie mir nicht. Und wenn ich mal Auskunft. Bitte? Ich kriege keine Auskunft vom Arzt, weil sie ist ja volljährig. Ja, natürlich, ja. Und dein Verhältnis mit deiner Tochter ist offensichtlich nicht so gut, dass sie. Das ist eigentlich gut, aber ich denke, dass die mich da eher schonen will, weil ich selbst krank bin. Ja, aber jetzt, so belastet sie dich ja noch mehr, als wenn sie dich schonen würde. Ja, so sieht sie, das sieht die aber nicht so. Ich denke halt, wenn sie nichts sagt und immer macht, als wäre sie gut gelaunt und so, dann. Okay, man könnte ja verstehen, wenn überhaupt nichts an dich herangedrungen wäre. Aber so ja, weißt du ja nur schon ein bisschen. Ja, und sie denkt dann gar nicht so weit, dass ich mir da immer Gedanken mache. Und ich habe schon mal ein Kind verloren, ich will nur installieren. Du hast schon mal ein Kind verloren? Ja. Wie alt war das Kind? 16. 16 Jahre. Mein Sohn. Und bitte? Mein Sohn war das. Dein Sohn. Und an was ist der 16-jährige Sohn? Er wurde totgefahren. Ein Autounfall? Ja. Das ist natürlich ein Schock, den man als Mutter, als Eltern nie verwindet wahrscheinlich. Konnte ich bis heute nicht drüber. Das war 1993, aber ich konnte es bis heute nicht verwinden. Verstehe. Und daher auch die große Sorge jetzt um deine Tochter. Ja. Und dieser Wahnsinn, dieser Leichtsinn, wenn sie schon so einen Befund hat, dann zu sagen, ich gehe noch weiter ins Solarium. Ja, das verstehe ich jedoch nicht. Die denken gar nicht, was ich mir für Sorgen mache. Ich denke das gar nicht. Ja.
Also, Cornelia, ich finde, du musst da nochmal mit aller Ernsthaftigkeit mit ihr sprechen, nach dem Motto, denn du weißt es ja jetzt schon und du machst ja jetzt noch mehr Sorgen, wenn du nichts erfährst von ihr. Also sie möge dir bitte offen und ehrlich sagen, was los ist, damit du ihr dann auch beistehen kannst. Ja, ich stehe wenigstens halt so weit durchspringen kennt bei ihr, weil die ist halt so in sich gekehrt und ziemlich labil und kannst du denn nicht versuchen, über die andere Tochter diesen Kontakt zu ihr herzustellen? Ja gut, der wird sie jetzt auch nichts mehr sagen, ne? Nachdem dass sie weiß, dass die mir gestern Mittag gesagt hat, da wird sie bei der auch Stillschweige bewahren, ne? Mhm. Das ist aber eine schlimme Situation jetzt. Ja, es kann ja auch sein, also gerade bei Hautkrebs, wenn man das früh genug erkennt, dass es nicht schlimm wird. Ja, es kann auch sein. Ich habe die Hoffnung, dass es nicht so schlimm ist. Ja. Ne? Also einfach so leicht fertig mit umgeht, dann denke ich, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Aber wenn sie mir nicht sagt, wie es um sie steht, also dann denke ich, die Nacht, wenn ich alles schlafe. Also nochmal, ich finde, du solltest nochmal und eindringlich mit ihr versuchen zu reden. Weil so ist das ja eine Situation, die ist für beide sehr unangenehm und vor allen Dingen für dich. Red nochmal mit ihr. Red doch nochmal ganz, ganz sachlich mit ihr. Mach ihr auch keine Vorwürfe, sondern sag ihr, pass auf, ich mache mir große Sorgen. Wenn du mir nichts sagst, mache ich mir noch größere Sorgen. So musst du ihr das erklären. Ja. Denn du weißt es ja nun mittlerweile schon. Ja, ich kann es mal versuchen. Versuch es doch bitte. Und dann wollen wir alle gemeinsam hoffen, dass es vielleicht nicht so schlimm ist. Ja. Hoffen wir das mal sehr. Ja? Ja, ich versuche es gut, Damian. Liebe Cornelia, alles Danke Gute dir. Und alles Gute auch für deine Tochter vor allen Dingen. Ja, ich sag Sarah, dass ich mit dir gesprochen habe. Ja, richte sehr schöne Grüße aus und sag ihr auch, sie soll dir mal rein Wein einschenken. Ja, das mache ich. Alles gut. Gute. Dankeschön, Damian. Tschüss. Tschüss. Oh, mein Aufruf hat gefruchtet gerade. Nämlich jetzt sehe ich hier eine Melanie und die ist 30 Jahre. Hallo, Melanie. Hallo? Hallo, ja. Ja, Melanie, du warst es gerade mit dem Telefon, denke ich mal. Genau. Also umso schöner. Und ist halt, wenn man tagsüber nicht so kann und alles versuchen, halt einen anzurufen. Wie, das habe ich nicht verstanden jetzt. Also egal. Du hast jetzt auf jeden Fall heute angerufen zu dem Thema, mein Kind ist schwer krank. Ja, genau. Ja. Was ist denn los bei euch? Was ist los mit deinem Kind? Also mein Sohn wird 5. Ja. Und er hat einen Herzklappenfehler. Ja. Von Geburt an. Von Geburt an. Also er lag schon auf intensiv, damals 3 Wochen. Ja. Hat schon 2 Operationen hinter sich. Der kleine Mann? Ja, der kleine Mann. Wie hat sich denn dieser Herzklappenfehler gezeigt bei dem Kind und bemerkbar gemacht? Wir haben es während den Wehen halt festgestellt, dass da was nicht stimmt. Ah, ja. An den EKG und so halt. Ja. Und als er dann auf die Welt kam, also die Diagnose war relativ schnell gemacht. Also wir haben das sofort gemerkt, weil er schon also blau angelaufen war und alles. Ach so. Man hat sofort gemerkt, die haben also sofort auf intensiv gebracht. Ja, und in welchem Alter ist er das erste Mal operiert worden? Direkt nach der Geburt. Ach, direkt nach der Geburt. Also es war nur halt eine halbe Stunde später im Endeffekt, weil die mussten ja was machen, damit er erstmal, dass die Herzklappe einigermaßen schlägt. Dass er überhaupt dann leben konnte, weiterleben konnte. Ja, also ich hätte mit dem Tod rechnen müssen. Und wann ist er das zweite Mal operiert worden? Da war er 2. 2, Weil er musste wieder vergrößert werden, also dass er dann nicht mit 6, wenn das operiert wird. Ach ja, natürlich, klar. Das entwickelt sich ja alles und das Herz wird größer. Halt immer wieder halt dann ein bisschen verstärken. Das heißt immer, je mehr ein Kind wächst, desto immer wieder müssen die halt muss es nachoperiert werden. Genau. Konnte er denn oder kann er denn jetzt so nach diesen Operationen ein relativ normales Leben führen oder müsst er sehr... Nein, er kriegt Medikamente. Ja, und was er noch? Darf halt nicht alles machen, nicht so, also jetzt nicht schau mal richtig rennen und so wie andere Kinder es also können, nicht richtig rumtoben. Ja, das geht nicht. Nein. Will er das auch nicht? Ist er da? So er möchte schon. Er möchte schon. Wenn er seine Geschwister sieht, wenn die draußen rumtoben, er darf dann halt nicht so mit seinem Fahrrad fahren, wie er es gerne möchte, alles langsam. Aber das ist doch für dich dann oder für euch als Eltern eine ganz große Belastung, dass ihr ständig ich auf ihn bin alleinerziehend. Ach so, umso schlimmer, dass du ständig dann einen Blick auf den Jungen haben musst, dass der sich nicht überanstrengt. Ich muss ihn auch nachts auch an Geräte anschließen. An was für Geräte? Am EKG-Gerät ist das halt, wenn er mal, also mal keine Luft oder so, dann halt kriegt oder das aufhört zu schlagen, dann fängt es an zu piepen. Das ist wie ein EKG-Gerät, das hatte ich schon von Geburt an, das Teil.
Und wo schließt man das an bei ihm? Das ist ein ganz normales am EKG, ist ja ganz einfach am Herzen und so angeschlossen. Achso, dann ist er immer quasi verdrahtet die ganze Nacht. Ja, und das tagsüber so nicht, sage ich mal, aber wenn er jetzt immer mal woanders schläft, wie bei meiner Mutter, oder halt nachts, damit man das hört. Reißt er sich denn das nicht raus beim Schlafen? Nein. Also das ist ja so gewöhnt. Also er ist es mittlerweile vom Baby angewöhnt, er weiß, wie er sich zu drehen hat. Du bist alleinerziehend, sagst du? Ja. Wie viele Kinder hast du? Mit ihm 4 insgesamt. 4 Kinder? Ich habe 3 Jungs, 1 Mädchen. Und die anderen Kinder sind hoffentlich gesund? Ja, außer halt chronisches Bronchienleiden, aber das haben sie alle von mir geerbt. Ja. Mann, oh Mann, Melanie, da hast du aber Verantwortung und Arbeit. Ich habe sie alle kurz hintereinander. Der Älteste ist 6. Ja. Dann kommt halt der Herzkranke mit seinen 4. Ja. 2,5 und die Kleinste ist 13 Monate. Mann, oh Mann, oh Mann. Und dann bist du jetzt noch auf? Bist du nicht absolut fertig um die Zeit? Nee, es gibt noch Sachen, die gemacht werden müssen, wir bügeln und alles. Das kann ich nicht machen, wenn die Kinder wach sind. Verstehe. Weil dann, die Kleine zupft dann daran rum, will auch den ganzen Tag, sag ich mal, dann nur Mama an und fängt jetzt auch an zu laufen. Und. Aber dann hast du nicht viel Zeit, nicht viel Schlafzeit. Nein. Wann stehst du vielleicht wieder auf? 3 Stunden. Also so gegen, ja, weil der Große, die müssen ja im Kindergarten, Schulkindergarten, also sag ich mal so ab 5 Uhr ist schon wieder Tag. Und das hältst du so auf die Dauer aus? Man muss es. Wo ist der Vater der Kinder? Wir haben uns getrennt, weil es nicht mehr geklappt hat. Und du hast auch keine Hilfe, die dir so ein bisschen... Okay. Ja, meine Mutter, aber sag mal, die ist auch schon 54 und da kann ich das auch nicht zumuten. Ja, auch schon 54, da kann man ja noch einiges machen. Also. Ja, aber meine Mutter mischt sich auch zu viel mit in der Erziehung und da rein, aber ich kann nicht. Verstehe, aber möchtest du nicht so. Nee, nicht wirklich. Lass uns noch mal weiter über den Kleinen sprechen. Das ist ja auch schon heftig, wenn der jede Nacht an so ein Gerät angeschlossen ist. Das schränkt ja so eure Beweglichkeit auch ein. Du hast es gerade schon angekündigt. Wenn ihr mal woanders schlaft, ist das tragbar, dieses Gerät? Ich kann es mitnehmen, ja. Es ist ja nicht so groß. Nur ich muss ihn halt immer mitnehmen nochmal. Und das ganze Kabelgedöns halt. Aber dann schläfst du doch eigentlich die wenigen Stunden, wo du schläfst, in denen du schläfst, irgendwie auch unruhig, weil du immer Angst haben musst. Also ich sag mal, man hat immer ein Ohr im Endeffekt sowieso bei den Kindern. Ja. Weil es sind einfach kleine 4 Chaoten, wie man immer so schön sagt. Da muss man immer mit irgendwas rechnen. Ja. So, jetzt ist der Kleine das zweite Mal mit 2 Jahren operiert worden. Ja. Und eine Herzoperation ist ja nur auch keine Kleinigkeit. Nein, also 3,5 Stunden bis 4 muss man doch schon mit rechnen. Genau. Jetzt ist er 5 Jahre alt. Jetzt, wann steht die nächste Operation an? Also wir warten noch förmlich drauf, aber wir schätzen mal so in 2-3 Wochen. Ach. Dann kriegt er die neue Herzklappe eingesetzt. Und er kriegt jedes Mal entsprechend seines Wachstums eine neue Herzklappe. Nein, wir haben jetzt erstmal drauf gewartet, dass er überhaupt eine kriegt. Wir waren auf der Warteliste für seine Kinder. Ach so. Und was wurde bei der letzten Operation gemacht? Es wird halt einfach nur alles ein bisschen verstärkt dann immer wieder. Ach so, und jetzt gibt es eine neue Herzklappe. Es gibt eine neue Herzklappe, ja. Aber die hält dann, dann auch nur ein paar Jahre, oder? Nein, die wächst dann mit. Ach, die wächst mit. Das ist eine richtige Herzklappe vom Menschen. Die wächst ja dann mit. Verstehe. Nur wir müssen halt jetzt hoffen, dass der Körper die auch richtig annimmt. Das ist wie ein... Das nicht abwehrt. Wie ein neues... Wie beim Erwachsenen, sag ich mal. Genau, also es ist ein Stückchen neues Organ, kann man sagen. Genau. Ne? Dass der Körper das nicht ab... das neue Organ halt auch annimmt. Mann, da muss der Kleine aber schon eine ganze Menge mitmachen. Ja, also wenn er im Krankenhaus schon ist, der fängt schon an zu schreien. Also der möchte auch gar nicht mehr, hat auch keine Lust mehr auf Krankenhäuser und das alles. Kann man denn überhaupt so einem kleinen Kerl das so erklären, was er da für eine Krankheit hat? Und, es ist schwer. Er wird da wahrscheinlich auch sagen, warum müssen die nicht ins Krankenhaus und warum muss ich ins Krankenhaus? Ja, aber ich sag mal, er weiß es, dass er halt schwer krank ist, weil ich habe das von Anfang an, also wo er angefangen hat zu laufen und so. Mir das immer wieder versucht zu erklären. Aber da musst du doch zum Beispiel auch Angst haben, wenn er irgendwann in die Schule kommt, dass er sich da mal irgendwie überanstrengt. Du kannst ja nicht immer auf ihn aufpassen. Also ich sag mal, wenn die neue Herzklappe richtig funktioniert, dann kann er hinterher auch alles machen, was er möchte. Ach so, dann kann er das. Ja, nur halt der Körper muss das erstmal alles annehmen und dann... Ich hör im Hintergrund ein Kind. Nein, das ist meine Katze. Ach, das ist die Katze, achso, Entschuldigung. Ich muss hier alles rumlaufen. Die Kinder pennen, ja. Jetzt hoffentlich alle schon. Schön. Sag mal. Die schlafen alle schon seit 7 Uhr. Ja. Wie ist denn
Besteht denn die Hoffnung, dass der Kleine, wenn die Herzklappe angenommen wird von seinem Körper, dass er dann ein durchaus normales und... Dann kann ein ganz durchaus normales Leben weiterführen. Muss halt trotzdem regelmäßig, sag ich mal, zur Kontrolle hin, ob alles in Ordnung ist. Auch mit einer normalen Lebenserwartung? Ja. Ja. Aber man hat natürlich immer Angst und es ist immer eine Belastung. Und wenn die Klappe abgestoßen wird, was dann? Dann muss man wieder gucken, dass man wieder eine andere findet. Solange bis als der Körper was annimmt. Aber ich sag mal... Das Blut stimmt jetzt, alles andere stimmt jetzt auch so. Also die Ärzte sind eigentlich guter Hoffnung. Wie gehen denn die anderen Geschwister mit der Krankheit des Brüderchens um? Also die passen auch schon ganz gut mit auf. Auch der Große, sage ich mal, wenn er merkt, dann sagt er immer, Pascal, jetzt mach mal langsam. Sonst meckert die Mama gleich wieder und versucht dann auch ein bisschen zu bremsen, weil er ist auch ziemlich fürsorglich. Ja. Das war ja schon von Anfang an. Ja. Also ich sag mal, also der beschützt auch seine Geschwister, das ist schon nicht mehr normal mit sechs. Also da darf wirklich keiner dran. Wenn er einen nicht leiden kann, dann sagt er immer, entweder gehst du jetzt oder ich hau dich gleich. Gerade bei seiner kleinen Schwester, der sagt immer, das ist ein Mädchen und Mädchen darf man nicht anpacken. Naja, gut. Ja, Melanie, da hast du aber wirklich, wirklich eine ganze Menge Verantwortung und sehr, sehr viel zu tun. Und Hut ab und Respekt, was du da leistest. Sag mal, ist schon ziemlich anstrengend. Ja, manchmal sage ich mal, wünsche ich mir auch mal eine Auszeit und denke dann, so mal in 2 Wochen Urlaub oder so, weil ich muss ja auch mit denen noch jetzt in eine Kur dann wieder nach der Operation. Ach so. Dann nimmst du alle Kinder mit? Also in der Reha. Ich muss die ja alle mitnehmen. Der Große, der Älteste? Der Große, der bleibt dann bei meiner Mutter, weil er zur Schule muss. Ach, und das ist möglich, dass man dann in die Reha als Mutter mit den ganzen Kindern geht? Und, ja, ich habe gesagt, ich habe ja so keinen und ich kann die beiden Kleinsten nicht nur an meiner Mutter aufbrummen. Ja, verstehe. Das ist auch anstrengend. Meine Kleine, die das ist sowieso Mama-Kind. Ja, ja, dann gehört das alles zusammen. Und halt, sie kümmert sich der Vater denn überhaupt nicht um die Kinder? Selten. Das aber auch ein Ding. Ist halt eine neue Lebensgefährtin und alles. Ja, aber er weiß doch auch, dass ihm war es einfach zu viel. Ja, aber was heißt zu viel? Es sind seine Kinder und er hat doch genauso Verantwortung zu tragen wie du. Und er kümmert sich auch nicht um seinen kranken Sohn? Nee, ihn interessiert das eigentlich überhaupt nicht. Von Anfang an irgendwie wirklich nicht. Also im Endeffekt war ich immer rund um ein Krankenhaus und habe dann geguckt, dass ich damals den Großen immer irgendwie untergebracht habe. Gut, da kamen die beiden Kleinen noch. Was ist denn das für ein Kerl? Wie lange warst du denn mit dem zusammen? Das waren jetzt fast 7 Jahre. Aber ihm war es einfach hinterher zu viel, dieses Hin und Her. Ich hätte ja keine Zeit mehr für ihn. Ich habe ja meine Zeit im Endeffekt nur noch meinen Kindern geopfert. Weil die anderen möchten ja auch was von mir haben. Mir ist ja schon völlig klar, dass das natürlich eine nervlich enorme Belastung ist. Ich bin nur entsetzt darüber, dass er sich völlig aus der Verantwortung rausnimmt und dir das alles überlässt. Natürlich ist es anstrengend. Ja, er wurde dann auch noch arbeitslos und alles damit kam er dann nicht klar. Dann haben wir uns halt nur eine Rolle gehabt, du hast keine Zeit mehr für mich. Ja, ja. Ich habe gesagt, pass mal auf, ich sag, bei 4 Kindern hat man halt weniger Zeit. Ja, natürlich, ja, ja. Ich sage, man muss immer halt, also man kann ja keine 5 Minuten sitzen. Also Melanie. Man steht morgens auf, Frühstück machen, Kindergarten, Schule, alles so. Dann ist man wieder zu Hause, dann macht man Mittagessen, holt die Kinder wieder ab und dann... Und nachts um 1 bügelt man noch die Wäsche. Ja, muss ja sein. Muss sein. Melanie, bist eine tapfere Frau. So, und wir alle wünschen deinem kleinen, wie heißt der? Pascal. Pascal, ja. Dem kleinen Pascal, wenn er die Operation jetzt, wenn die jetzt ansteht, wenn die läuft, dass das alles richtig gut wird. Dass die Herzklappe angenommen wird und dass er endlich dann vielleicht mal ein annähernd normales Kinderleben führen wird können. Wir drücken alle von Herzen den Daumen. Ich möchte auch gerne hoffen. Alles Gute und alles Liebe wirklich von uns allen hier. Ich wünsche dir alles Gute, Melanie. Auf Wiederhören. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zu unserem Thema Mein Kind ist schwer krank und ich bin verbunden jetzt mit Klaus. Und Klaus ist 73 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Klaus. Ja, ich bin ein alter Vater von einer Tochter von 52 Jahren, die zurzeit an Gebärmutterhalskrebs stirbt. Wie lange ist deine Tochter schon erkrankt daran? Seit September. Seit September? Ja, das ist, nachdem sie Beschwerden hatte, hier in München im Rechts der Isar, im Klinikum Rechts der Isar festgestellt worden und dann ist ihr auch gleich gesagt worden, das ist nicht mehr operabel. Ach.
ja. Das ist nicht mehr operabel? Nein. Was hat man dann, was hat man noch gemacht? Ja, dies ist genau ein Punkt, der mich so bedenklich stimmt. Man hat ihr also keinerlei Hoffnungen gemacht und trotzdem hat sie noch eine Strahlenbehandlung bekommen. Hm. Und eine Chemotherapie ist gemacht worden. Ja. Wieder besseres Wissen, aber die Ärzte haben ihr gesagt, dadurch könnte sie also einige Wochen oder sogar vielleicht 2-3 Monate länger leben. Wie hat sie denn die Strahlenbehandlung und die Chemotherapie verkraftet? Die Strahlenbehandlung noch relativ gut, die Chemotherapie schlecht. Das große Problem ist unser Enkel. Der ist 13 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter zusammen. Alleine? Alleine. Der Vater von ihm, von dem Enkel, ist also vor 9 Jahren elendig an einem Gehirnschlag gestorben. Das hat er also als kleines Kind oder als kleiner Junge mitbekommen. Das heißt, da war der Mann auch noch jung? Ja, natürlich. Mhm. Und danach war er nun wirklich schwer traumatisiert. Das hat er also, nicht gut verkraftet, dass sein Vater gestorben ist und er dies noch miterlebt hat. Und jetzt ist die Mutter auch so schwer krank. Genau so ist es. Spricht deine Tochter mit ihrem Sohn über ihre schwere Krankheit? Nein. Nein, gar nicht. Aber er ist 13 Jahre alt, er ist bald ein Jugendlicher. Er kriegt das doch mit, dass die Mutter... Ja, natürlich kriegt er das mit. Das ist also ganz typisch, oder ich weiß nicht, ob das typisch ist, auf jeden Fall, wenn man dann anruft und man fragt, wie geht's denn deiner Mama, dann sagt er immer gut. Obwohl wir vorher mit unserer Tochter telefoniert haben und die dann geschildert hat, wie schlecht es ihr geht. Ja. Er verdrängt es. Ja, und er sieht es auch schon. Er nimmt es wahr, dass es ihr schlecht geht. Ja, natürlich. Natürlich. Liegt deine Tochter in einem Krankenhaus im Moment oder zu Hause? Das ist genau der Punkt, der uns so betrübt. Ich habe also hier in München sämtliche Palliativstationen angerufen, habe mich mit denen in Verbindung gesetzt. Sie steht in München auf 3 Palliativstationen auf der Liste. Da könnte sie also sofort einrücken. Dann gibt es hier in München eine besonders gute Einrichtung, die sind die Barmherzigen Brüder. Ja. Die haben also eine Palliativstation und ein Hospiz, wo also ein nahtloser Übergang von der einen zur anderen Einrichtung organisiert wird. Und ich habe ihr dies klar zu machen versucht. Ja. Wir reden noch offen darüber, dass dies mit ihr zu Ende geht. Aber sie blockt da total ab. Sie will den Jungen nicht alleine lassen. Nicht alleine lassen. Und sie will nicht ins Krankenhaus, also nicht auf die Palliativstation. Nein. Obwohl alle Krankenhausärzte ihr dazu geraten haben. Also als sie die Strahlenbehandlung bekommen hat, das war um die Weihnachtszeit herum, da ging sie also auch schon zunehmend schlechter. Da hat die Krankenhausärztin gesagt, bleiben Sie doch hier, lassen Sie Ihren Sohn doch zu den Großeltern gehen, da ist er gut versorgt. Nun kann man ja, Klaus, kann man das ja vielleicht in gewisser Weise auch verstehen, dass sie bis zuletzt es ausnutzen möchte, bei ihrem Sohn zu bleiben. Mir kommt gerade eine Idee. Ich möchte das einfach fragen oder dir das vielleicht weiterreichen. Hier in Köln haben wir auch eine sehr, sehr gut organisierte und funktionierende Palliativmedizin in der Universitätsklinik, das Mildred-Scheel-Haus. Und dort wird seit einiger Zeit auch eine Ambulanz angeboten. Die nimmt sie in Anspruch. Ja, aber das ist doch schon mal ganz gut. Das heißt, sie ist... Das ist aus meiner Sicht nicht gut. Der Mediziner, der sie betreut, der gibt sich wirklich alle Mühe, um ihren Zustand zu erleichtern. Der hat auch mit ihr die Chemotherapie gemacht. Aber ein Zustand, nur als Beispiel. Vor ungefähr 14 Tagen hat sie also morgens angerufen und hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich habe wahnsinnige Schmerzen. Wir so mit Vollgas hin, ist hier in München nur ein paar Autominuten. Und dann lag sie wie ein Fragezeichen in ihrem Bett, furchtbar aussehend. Sie ist also eine große, gute, schöne Frau gewesen.
und lag da verkrümmt und hat nur gesagt, Papa, die Schmerzen, Papa, die Schmerzen. Und dann habe ich mit ihr geredet, wie gesagt, Bärbel, geh doch ins Krankenhaus, die helfen dir. Ja. Und dann sagt sie, ja, dies werde ich auch machen. Meine Frau hat auf sie eingeredet. Ja. Dann ist der Mediziner gekommen und der hat ihr Schmerzmittel gegeben. Mhm. Da war sie dann wieder einigermaßen gut drauf und dann hat sie gesagt, sie geht nicht. Also, und sie verweigert sich auch jetzt. Mit mir redet sie also... Ich will dir mal was sagen, Klaus. Bei allem Verständnis deinerseits, dass du natürlich das Optimal auch so medizinisch für deine Tochter willst, man kann natürlich auch einen Menschen nicht zwingen, in eine Palliativstation zu gehen. Natürlich ist mir alles klar. Deswegen, ich glaube, soweit ich informiert bin, kann man auch eine sehr optimale Schmerztherapie ambulant zu Hause durchführen. Domian, du hast vollkommen recht. Wenn du dies isoliert betrachtest, wie der Arzt die Palliativmedizin bei ihr anwendet, ist dies vollkommen in Ordnung. Mhm. Aber jetzt ist folgende Situation. Sie kann ja ihren Haushalt nicht mehr machen. Mhm. Da liegt, wenn du die Wohnung siehst, da bist du entsetzt, da liegt überall dreckige Wäsche rum. Die Küche sieht aus. Und ihr könnt nicht ein bisschen helfen? Natürlich machen wir das, aber wir sind beide 73 Jahre alt. Ja. Meine Frau kann nicht jeden Tag dahin. Die macht sowieso schon viel. Mhm. Wir kochen zweimal in der Woche, kochen wir für den Florian Essen, bringen das Essen hin, organisieren dies auch, wie er dies sich zubereitet und so weiter. Wenn wir da sind, nehmen wir auch Wäsche mit, die wird zu Hause gewaschen und gebügelt. Ja. Aber da sind unsere Kräfte am Ende. Da, mehr geht nicht. Ja, und man kann auch niemanden organisieren, der da zur Hilfe kommen könnte, der im Haushalt... Dies ist genau der Punkt. Sie ist dann so stark. Die vergangene Woche hat sie zu meiner Frau gesagt, sie gibt ihre Eigenständigkeit nicht auf. Wenn sie jemanden in ihre Wohnung lässt, gibt sie die Eigenständigkeit auf. Ach so, und ich will sie nicht. Ach so, selbst das würde sie nicht wollen. Ja. Das ist natürlich sehr bedenklich. Das heißt also, wenn man es jetzt mal ganz schlimm ausdrückt, droht, während deine Tochter so schwer krank ist und quasi im Sterben liegt, auch noch eine Verwahrlosung in der Wohnung. Richtig. Ganz genau. Und daneben ist eben der 13-jährige Junge. Ganz genau. Hm. Hm. Da habe ich dies auch mit der Schule organisiert. Der merkwürdigerweise war der Junge immer erkältet, immer krank und konnte nicht zur Schule gehen. Ich hatte sie also organisiert, um nicht alleine zu sein, um den Jungen zu Hause zu halten. Dann habe ich mit der Schule gesprochen und die haben gesagt, lassen Sie ihn zu Hause, er braucht keine Entschuldigung bringen, nichts. Er kann zu Hause bleiben, wenn seine Mama ihn braucht, dann soll er dabei sein und soll ihr auch helfen können. Jetzt ist er den ganzen Tag, der wird morgens wach, seine Mutter, die kriegt, nimmt also starke Schmerzmittel, Opiate und schläft dann. Die schläft den ganzen Tag, schläft. Ja, und der Junge? Der Junge ist alleine und muss sich dann alleine da durchbringen über den Tag. Das ist also, wirklich ein Zustand, das ist wirklich ein erschreckender Zustand, gebe ich dir recht. Ich finde es auch sehr erschreckend, mir vorzustellen, der Junge hat jetzt die Illusion, dass der verdrängt komplett, dass die Mutter so schwer krank ist. Das heißt, in dem Moment, wo deine Tochter stirbt, ist das ein unvorstellbares Trauma für diesen Jungen, ein doppeltes Trauma zu dem, was vorher schon geschehen war mit dem Vater. Ich überlege gerade so, gibt es in der Schule, gibt es von Seiten der Kirche, gibt es irgendeinen nahen Menschen, der einen Zugang auch zu dem Jungen hätte? Ja, den haben wir, den hat meine Frau, den hat mein Sohn, an den er ganz besonders hängt. Mein Sohn ist also Anfang 40, der ist so ein bisschen Vaterersatz bei ihm, an dem Onkel, da hängt er. Also mein Hintergedanke ist nur, dass man den Jungen vielleicht sogar auch mit professioneller Begleitung, dass man ihn an diese traurige Wahrheit heranführt, damit der Schock nicht zu gravierend ist, wenn die Tochter stirbt. Würdest du eine Möglichkeit sehen, vielleicht mit dem Sohn, also mit dem Onkel des Jungen zusammen, mit einem Psychologen, vielleicht irgendwie ein Gespräch zu führen? Denn man kann das ja nicht so laufen lassen. Domian, ich bin davon überzeugt, unbewusst ist er sich über die Situation seiner Mutter... Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch, aber... Ich vermute mal, wenn er aber nicht auch durch ein Gespräch und durch den Kontakt mit einem anderen Erwachsenen da auch auf
auf Bewusstseinsebene hingeführt wird, so will ich es mal ausdrücken, dass das so erschütternd für ihn wird, dass man gar nicht wahrscheinlich weiß, was man dann tun soll, wenn deine Tochter verstorben ist. Ja. Du hast gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, meine Tochter ist 52 Jahre alt und liegt quasi und stirbt an Gebärmutterkrebs, gerade hast du gesagt. Mit allen Metastasen, die hat also... Das heißt, die wird also künstlich ernährt, die kann keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Also ganz, ganz schlimm, und das heißt, die Lebenserwartung ist äußerst gering. Genau. Hm. Ich habe auch schon eine Kindertherapeutin besucht und habe mich mit der lange darüber unterhalten. Dann hat sie gesagt, kommen Sie mit dem Florian mal zu mir. Ja. Der geht nicht mit. Der geht nicht mit. Nein. Nee. Da müsste man das machen, da müsste man das über den Onkel machen, über deinen Sohn. Auch, na. Das, also den größten Einfluss hat meine Frau und habe ich. Der Onkel, der ist also selbstständig und den ganzen Tag berufstätig. Der kann sich also am Wochenende, fährt er natürlich mit meiner Frau hin und besucht seine Schwester. Ich habe jetzt eine Idee. Ich habe jetzt eine Idee, Klaus. Denn das erscheint mir wirklich sehr dringlich zu sein, dass man das in irgendeiner Weise versucht, vorsichtig zu lösen, das Problem mit dem Jungen. Mein Psychologe, der heute Nacht hier ist, ist sehr spezialisiert, gerade auch auf Kinder und Jugendliche. Ich möchte, dass du mit ihm dieses jetzt eingehend berätst, was man da tun kann, weil er von seiner professionellen Warte aus dir dann noch viel gezieltere Ratschläge geben kann, als wir das hier in dem Gespräch machen können. Natürlich. Ich verstehe deine Not, die hätte ich auch an deiner Stelle. Es ist ja alles schon dramatisch genug, dass deine Tochter stirbt, das ist ja schon furchtbar genug. Ja. Und jetzt auch noch die Verantwortung mit dem Jungen, was macht, wie begleitet man den Jungen richtig? Es ist sehr schwer. Domian, was an der ganzen Situation bemerkenswert ist, und es wird vielen anderen Leuten auch so gehen, der Schock kommt, der ist im September gekommen, als ich gehört habe, ist nicht mehr operabel. Mhm. Geht zu Ende. Mhm. Das war der Schock, der mich verzweifelt hat. Und dann, jetzt hat sich dies aber für mich zumindest, für meine Frau ist dies ganz anders, aber für mich hat sich da so ein Realitätsbewusstsein entwickelt. Ja, im Moment seid ihr auch mit Management beschäftigt. Genau. Enorm ab dann. Das ist das richtige Wort, ja. Managen, ja. Lieber Klaus, ich bitte dich aufzulegen und du wirst von Peter, meinem Psychologen, zurückgerufen. Und dann habt ihr in Ruhe wirklich Zeit und könnt mal alle Möglichkeiten mal so im Einzelnen durchgehen. Ja. Ich wünsche dir, deiner Familie alles Gute von Herzen. Ich danke dir, Domian. Auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer, unter der ihr uns kostenfrei erreichen könnt. Und unser Thema heute Nacht heißt, mein Kind ist schwer krank. Und ich möchte gerne mit Leuten, so wie es gerade auch schon getan haben, mit Leuten sprechen, die ein schwer krankes, vielleicht sogar todkrankes Kind haben. Und das Kind kann ja unter Umständen dann auch schon ein etwas älterer Mensch sein, wie wir es gerade gehört haben von Klaus. Da ist die Tochter ja nur auch schon über 50. So, Sandra ist hier. Sandra begrüße ich herzlich und die ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Sandra. Dein Kind ist krank. Mein Kind leidet am Menkes-Syndrom. Wie heißt das? Menkes. Kannst du mal irgendwie den Hörer anders halten? Das ist sehr schlecht, eine sehr schlechte Leitung. Es ist Menkes-Syndrom. Menkes-Syndrom. Mhm. Was ist das? Das ist eine Kupferstoffwechselstörung. Eine Kupferstoffwechselstörung? Die ist vererblich und tödlich. Es gibt keine Heilung für diese Krankheit, weil sie so selten ist. Wie alt ist dein Kind? 3,5 jetzt. Sie ist vererblich und tödlich. Ja. Wie lange wird dein Kind leben? Normal, laut Statistik müsste schon tot sein. Wie macht sich diese Erkrankung bemerkbar? Wie zeigt sie sich? Sorry, das Kind ist halt auf dem Stand von einem Kind mit 6 Monaten. Ach so. Aber er ist halt immer fröhlich. Also ich muss sagen, er ist, sag ich mal, kleiner Engel ohne Flügel. Also es ist ein Junge, 3,5 Jahre alt und aber auf dem geistigen Stand eines 6 Monate alten Kindes? Ja. Aber so körperlich ist der Junge gewachsen? Gewachsen ist er, ja, aber er nimmt nicht zu. Also er ist ganz, ganz dünn? Er ist so ein Zahnstocher, er ist so ein Strich in der Landschaft. Wenn ich ihn jetzt sehen würde, was meinst du, wie er mir erscheinen würde? Ach, fröhlich auf jeden Fall. Er wickelt jeden um den Finger nur mit seiner Fröhlichkeit. Aber so
er schaltet unterernährt aus. Also. Das heißt, du kannst ihm zu essen geben, so viel du willst, er nimmt nicht zu? Nein, er wird auch nicht zunehmen, er nimmt da immer mehr ab. Er war ja bis zu einem Jahr normal entwickelt und dann auf einmal hat es abgebaut. Diese Erkrankung hat man nicht direkt nach der Geburt festgestellt? Nein, obwohl einige Ärzte, also viele Ärzte kennen die Krankheit überhaupt nicht. Mhm. Und damals in der Klinik, wo ich ihn gebunden habe, da war er nochmal wegen Gelbsucht. Mhm. Und hat der Arzt damals gemeint, ja, ich soll die Ärzte verklagen, wo das Kind auf die Welt gekommen ist. Mhm. Jeder kennt die Krankheit und hätten das feststellen müssen. Ich habe gesagt, Moment einmal, wird er bei euch geboren? Und seitdem lässt sich der verleugnen. Mhm. Ich vermute mal, wenn das so eine sehr, sehr, sehr seltene Erkrankung ist, dass das auch eine Weile gedauert hat, bis man dann die Diagnose gestellt hatte. Es war viele Sachen. Er war phosphorblond, was bei uns nicht gab. Und er war eigentlich bis zu einem Jahr so ziemlich normal entwickelt. Mhm. Immer nur geheißen, ist er Junge, er ist zu faul. Ja. Also mit einem Jahr ist das dann aufgefallen und dann nach einer gewissen Zeit festgestellt worden, dass er diese sehr, sehr seltene Erkrankung hat. Kann man da irgendetwas vielleicht zumindest Krankheitsverlangsamendes tun, therapeutisch? Ja, ihm wird jeden Tag Kupfer gespritzt. Mhm. So wie hat Insulin jetzt für Diabetiker. Was heißt das? Kannst du das so für einen Laien erklären? Hat er einfach zu wenig Kupfer in seinem Blut oder Verbrauch? Es ist halt Kupfer. Es ist so wie bei Eisenmangel. Bloß ist es nicht so einfach zu beheben wie bei Eisenmangel. Mm-hmm. Bei Eisenmangel kann man ein paar Tabletten, es ist behoben. Und hier ist das nicht so einfach. Bei Kupfermangel, es geht halt nur bis zur Grenze Hals und über die Gehirnschranke geht es halt drüber. Ah, ja. Und der kleine Junge ist jetzt auch noch Diabetiker? Nein, es ist wie Diabetes, die Spritzen jeden Tag. Ich habe es nicht verstanden. Das ist wie Diabetes. Wie Diabetes, ja. Ja. Das heißt, du lebst mit, bist du auch alleinerziehend? Nein. Papa schon, aber der Papa kommt mit der Krankheit nicht zurecht. Ja. Der kommt mit der Krankheit nicht zurecht, der Vater? Nein, er schiebt immer weg. Wie kann man, ich meine, er ist ja jeden Tag mit dem Kind konfrontiert, wie kann man die wegschieben? Momentan ist er ja auch geht ja in den Behindertenkindergarten in Wörth. Und er ist momentan im Internat, weil ich nervlich nicht mehr kann. Ich war nervlich so weit. Ach so, der Kleine ist gar nicht bei dir zurzeit? Zurzeit nicht, dann rübergehen jetzt mal nicht, sodass ich auch mal wieder zu mir komme. Ja, wie lange ist er denn, wird er weg sein von dir? Er ist halt immer unter der Woche ist er weg und am Wochenende ist er zu Hause. Ach so. Und ich kann ihn immer besuchen, der ist nicht weit weg von mir. Und ist das für ihn in Ordnung, dass er dann in dem Internat die Woche über ist? Für ihn wahrscheinlich eher wie für mich. Ach so. Und was meintest du gerade mit dem Vater, der kann mit der Krankheit nicht umgehen oder verdrängt die Krankheit? Wie meinst du das? Er sagt halt immer, er hat die Krankheit, aber ich kann es nicht ändern. Er liebt seinen Sohn abgöttisch. Also. Also er ist hilflos der Krankheit gegenüber. Ja, sondern das ist das Problem, was mich eigentlich so fertig macht. Ja. Ist das euer einziges Kind? Ich habe noch zwei Töchter, also ich sein einziges Kind. Mhm. Aber ich habe zwei Töchter. Wie alt sind die? 12 und 17. Ah ja. Die sind aber Überträgerinnen, weil es nur Frauen übertragen können. Ist eine Erbkrankheit. Ja. Und wir haben nur Mädchen in der Familie. Ja. Also kam die Krankheit nie zum Vorschein. Lebst du und lebt ihr mit der permanenten Angst, der Junge kann täglich sterben, kann man das so sagen? Ja, schon, ja. Stirbt man an dieser Krankheit sehr schnell oder wird es dann doch noch einen längeren Prozess geben? Es kann heute auf morgen gehen, die kleinste Infektion. Ach so. Aber es kann auch sein, dass die Infektion übersteht. Es ist so wie... Also hast du sagst, eigentlich statistisch gesehen wäre er schon tot, hätten die Ärzte gesagt. Genau, ja. Ja. Das heißt, du hast dich mit dem Tod deines Kindes schon sehr intensiv befasst. Ja, aber zurechtkommen tue ich ja nicht. Das verstehe ich. Schiebt das weg. Also das verstehe ich. Ich weiß, damals erfahren habe, da war ich schon über ein Jahr alt. Mhm. Ich sage, sein Todestag ist meiner. Bitte? Ich habe damals, wie ich es erfahren habe, da war ich schon über ein Jahr, sein Todestag ist meiner. Sein Todestag ist deiner. Mhm. Mhm.
Das heißt, jeder Tag, den ihr erlebt und den der Kleine erlebt, ist ein Geschenk. Schon, ja. Vor allem, weil er so fröhlich ist. Er steckt jeden an. Mhm. Also das Kind ist... Aber er kann nicht sprechen. Er kann nicht sprechen, aber er lächelt. Er ist nur am Lachen. Mhm. Was ja sehr schön ist, wenn du das so sagst. Das ist ja sogar sehr, sehr tröstlich, dass der Kleine nicht leidet, dass er keine Schmerzen hat, sondern dass er so ganz, ganz fidel durchs Leben, durch sein kleines, kurzes Leben geht. Das ist ja schon mal sehr schön. Es ist auch schön. Und wenn man heutzutage die Welt anschaut, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich nicht dankbar sein soll, dass er früher gehen darf. Hm. Wenn ich das alles anschaue auf der Welt, wie das abgeht und... Ja. Wo sie die Menschen gegenseitig umbringen und mhm. Was ist, wenn ich nicht mehr da bin, mhm. Mein Mann nicht mehr da ist, ja. Oder niemand mehr wie ihn da wäre. Ja. Also, liebe Sandra, dann wollen wir hoffen, dass er noch viele, viele schöne Jahre erleben kann. Ich möchte bloß nur eins, Domian, bitte. Mhm. So, dass auch andere Eltern, weil die Krankheit ist so selten und viele Kinder sterben an Kindstod oder auch viele Eltern sind schon verurteilt worden, wer Kindesmisshandlung, weil die schnell blaue Flecken und alles bekommen. Mhm. Oder auch wenn Eltern gibt, die wo Kinder haben mit Menkes, dass sie die prima melden sollen. Oder dass die Krankheit überhaupt mal publik wird. Weil ich habe damals vom Sozialministerium gehört. Sagst du nochmal den Namen der Krankheit? Menkes-Syndrom. Ja. Und du wärst interessiert daran, mit anderen Eltern eventuell zusammenzutreffen, die auch, oder zusammenzutreffen, deren Kinder auch diese Erkrankung haben. Ja, ich habe mit einigen Eltern Kontakt und die meisten Kinder sind schon verstorben. Hm. Aber natürlich werden wir dich gerne verbinden oder euch in Verbindung setzen, falls sich jemand hier bei uns meldet, dessen Kind auch an dieser Erkrankung leidet, möchten wir das natürlich gerne tun, selbstverständlich. Vor allem, dass die Krankheit auch mal publik wird. Weil das Sozialministerium sagt zu mir, ich soll mal jemanden suchen, der Geld hat, die Krankheit hat, der die Forschung finanziert. Hm. Ja, das ist immer so, dass kein Geld in die Forschung in Krankheiten gesteckt wird, die ganz selten sind, weil das rentiert sich nicht für die Industrie. Ich habe halt keine, die werden nie Steuern zahlen, die Kinder. Unnötig. Ich muss mir das so oft ärgern. Wir waren schon Sat 1, da wurden die Kinder auch, das war eine Sache, die waren 3 Tage bei uns. So, das war eine Sache über 3 Minuten, was dann im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Ja, sagen wir, 3 Minuten im Fernsehen ist schon immer sehr viel. Das kommt einem dann immer so wenig vor, wenn man das später sieht, aber das ich ist... Ich habe Zeitungen damals in München angeschrieben, wenn man da gelingt. Also, auf jeden Fall, ich habe das jetzt wahrgenommen und ich glaube, dass derjenige, der sich jetzt angesprochen gefühlt hat, dich also auch erkannt hat, oder die Krankheit auch erkannt hat. Ich stelle gerne, oder wir stellen gerne den Kontakt her. Es können auch andere Eltern, die kranke Kinder haben und jetzt wissen so, vielleicht ist der Austausch untereinander. Ja, ich wünsche auf jeden Fall dir viel Kraft und dem kleinen Mann wünsche ich, dass er noch ein ganz schönes Stückchen Leben vor sich hat und noch viel lachen und schmunzeln kann. Ich sage, weil Scheiße wird 100. Ja, alles Gute wünsche ich euch. Ich bedanke dich. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Bernd. Bernd ist 56. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Bernd. Ja, Folgendes ist mir passiert. Vor einem Monat, am 3., das war ein Sonntag, da ist mir meine 14-jährige Tochter verstorben. Was ist da passiert, Bernd? Um halb zwölf ist er aufgestanden, hat noch mit einer Freundin geschattet. Mhm. Und so gegen 12 Uhr bin ich noch im Zimmer gewesen. Mhm. Und habe noch gesagt, Sarah, du musst jetzt aufstehen. Mhm. Du musst mit dem Hund raus. Du musst mit dem Hund raus? Ja, weil sie hatte von einem Bekannten, hatte so den Hund über der Nacht. Ach so, um den musste sie sich kümmern. Kein Hund, ja. Mhm. Da hatte sie sich noch bewegt und alles. Und dann hatte mich ein Kollege angerufen und da bin ich mit dem Kollegen ein paar Stunden rausgegangen, so spazieren gegangen. Mhm. Und als ich wiederkam, habe ich so gedacht, und die Sarah war immer so sonntags, haben wir immer so ein bisschen Empfang gemacht und so dann. Hat sie sich schon mal dahingesetzt, hat Playstation gespielt und so weiter. Das war so, sonntags war immer so. Dann habe ich mir auch nichts dabei gedacht, wenn sie länger geschlafen hat. Mhm. Und dann bin ich ins Zimmer gegangen und sie lachte, als wenn sie schläft, als wenn sie noch... In ihrem Bett. Sarah, ich sag, Sarah, du musst aufstehen, steh auf.
sie bewegte sich gar nicht. Dann habe ich sie am Bein gerüttelt und sie bewegte sich nicht. Und dann bin ich hingegangen, da war sie schon eiskalt. Und dann war dein Kind krank? Sie wurde ja auch beschlagnahmt. Die Kripo war hier und alles und so weiter und so fort. Und sie wurde ja auch beschlagnahmt. Dann wurde sie untersucht und dann von der Pathologie aus und so, dann hat man mir dann gesagt, also die Sarah, die hatte vor anderthalb Monaten so ungefähr, hatte sie mal eine Grippe. Sie ist auch beim Arzt gewesen. Dann hat sie es auch so auskuriert. Und die von der Pathologie haben mir gesagt, dieser Virus, dieser Grippevirus war wohl noch im Körper drinne und ist ganz langsam zum Herz gegangen und hat das Herz zerstört. Also die Herzklappe war ausgeleiert. Und der Herzbeutel war entzündet. Und sie hatte vorher, sie hatten dir nichts gesagt, dass sie sich irgendwie schlecht fühlt oder? Gar nichts, nein, gar nichts. Sie hatte sogar noch bis am anderen Tag mit einem Freund von ihr, haben sie noch lange geschattet und sie war noch in der Pommesbude, haben da gegessen. Richtig fröhlich, alles gar nichts. Sie hat auch nie Beschwerden, die haben das auch gesagt von der Pathologie. Also man spürt dieses nicht, man hat da keine Schmerzen. Ja, ja. Das zerstört das Herz ganz langsam und jetzt hatte sie dann wohl auch noch eine Mandelentzündung dabei und da gibt's wohl so eine Mandelentzündung, die innenliegend ist und da ist wohl eine Mandel, der Eiter ist zum Herz gegangen und hat ihr dann natürlich den Rest gegeben. Dieses Deine Tochter ist 14 Jahre alt geworden. 14 Jahre alt ist sie geworden. Bist du alleinerziehend gewesen? Ja. Ja. Ich habe noch einen Sohn mit von 18, habe ich auch noch. Und ihr habt zu dritt gewohnt in der Wohnung? Ja. Das war am 3. Februar, sagst du? Ja, ja. 3. Februar. Am Sonntag. Mein Gott, Bernd, das ist ja. Da gibt es ja gar kein Wort für. Was für ein Unglück. Das ist total aber. Das ist. Ich meine, ich bin dann für sich auch so irgendwie immer ein ziemlich starker Mensch gewesen. Ja, also, aber das ist ja aber so. Aber das hat mir vollkommen die Füße weggehauen. Ja, das glaube ich. Und ab und zu kriege ich dann auch noch immer so mal so einen Schub. Dann. Ich meine ja immer noch, sie ist noch gar nicht weg. Ja, ja, ich denke ja immer, sie kommt. Das glaube ich. Das ist auch nach Hause. Das ist auch normal. Ja, ja. Wie geht denn Ihr Bruder damit um? Ach, ja, er hat sich die erste Zeit hat er sich in der Ecke verkrochen und so, in seinem Zimmer. Gut, jetzt hat er seine Freundin, die ist dann auch so bei ihm geblieben. Auch die erste Woche ist einer von meinen Geschwistern bei mir geblieben. Mein Bruder hat ein paar Tage bei mir geschlafen, um meine Schwester und so, dass ich nicht alleine war. Aber irgendwann ist man dann alleine und dann ist man auch alleine. Das Angst, das ist das Schlimmste. Ja, ja. Was ist denn mit der Mutter des Kindes? Ach du, ja, Ulrike war natürlich auch da. Wir hatten uns damals getrennt und so und dann hatte ich dann die Kinder genommen und jetzt durch den Tod von der Sarah. Also er herrschte durch Kontakt zusammen. Da herrschte dann, also deine Tochter hatte schon auch Kontakt mit ihrer Mutter. Ja, natürlich. Ja. Also war ein gutes Verhältnis. Ja, sie konnte immerhin nach ihrer Mutter. Das war also nicht dem, also wenn sie hin wollte oder sonst was, so habe ich ihr nie verboten, auch Sven nicht. Die konnten immer nach ihrer Mutter hingehen. Ja. Sie hatte ja auch noch mit ihrer Mutter gemeldet, dass er am Montag, sie wohnt in Hagen, ich wohne in Westhofen hier, das ist Westhofen Autobahnkreuz bei Dortmund. Und sie wohnt in Hagen, da wollte sie noch nach dem Karneval mit ihr und so weiter und so fort nach der Mutter. Das hat sie ja alles noch so. Das tut mir so leid, was du mir erzählst, Bernd. Wirklich, wirklich von tiefem Herzen. Ja, das wirklich. Wissen Sie, es ist auch so, noch her, dass wo wir das so alles gemacht haben wegen der Beerdigung. Ich habe beim Amt angerufen und so. Du musstest doch bestimmt auch sehr lange warten auf die Beerdigung wegen der Pathologie, ne? Ja, und weil ich auch Hartz-IV-Empfänger bin und so. Und da hatten wir ja auch nicht so das richtige Geld. Meine Geschwister, die haben mich unheimlich unterstützt. Die haben also ziemlich viel bezahlt von der Beerdigung und das alles und so weiter. Also ihr habt ja eine schöne Beerdigung gestaltet. Ja, war vom Feinsten. Wir haben ihr gespielt. Am Anfang haben wir ihr gespielt. Das Lied von den Toten Hosen, nur zu Besuch. Ach, es waren noch viele Leute da. Es waren bestimmt 80, 90 Mann um. Und wir haben auch den Sarg selber getragen. Also ihre beiden Onkels haben den Sarg getragen und zwei Kollegen von mir haben den Sarg selber getragen. Und alles. Also, hast du ihr Zimmer unverändert gelassen? Bitte? Hast du ihr Zimmer noch unverändert gelassen? Es ist so noch,
ja, so wie es an für sich, wie so alles ist, ihr ganzes Spielzeug. Traust du dich, in dieses Zimmer überhaupt reinzugehen? Ah, jetzt schon, ja, jetzt schon. Wir wollen jetzt mal sehen, so, dass wir da mal ein bisschen aufräumen und das alles und so weiter und so fort. Ihre Mutter will jetzt auch kommen, die Ulrike. Da wollen wir das Zimmer mal aufräumen und so langsam fertig machen. Nur seitdem, ich kann auch gar nicht mehr, ich kann hier auch nicht mehr ohne Licht schlafen oder was. Oder ich habe das Fernsehen die ganze Nacht an. Wahrscheinlich wirst du überhaupt wenig schlafen, vermute ich. Ach, so gut wie gar nicht. Ja, ja. So gut wie gar nicht. Morgens, gut, morgens schläft man mal ein paar Stunden ein oder sowas. Und ich habe ja, das, mein Glück ist, dass ich den Friedhof direkt vor der Haustür habe. Also ich habe 5 Minuten. Das heißt, du gehst du oft hin? Ich gehe, bis jetzt bin ich jeden Tag hoch. Bernd, es gibt in der ganzen Bundesrepublik, in ganz Deutschland, gibt es ein Selbsthilfenetz. Das heißt, Verweis der Eltern. Hast du davon schon mal gehört? Nee, wir waren bei ziemlich vielen Organisationen, hatten wir nachgefragt. Das war früher nur für sich so, hatten wir nachgefragt wegen Hilfe oder sonst was. Zum Beispiel das Amt hat mir gesagt, wo ich gesagt habe, hören Sie mal, wie sieht das eigentlich aus hier mit meinem Sohn und mir oder sowas, ob wir da irgendwie Bekleidungsgeld kriegen. Da sagten die zu uns, wir sollten doch mal zur Kleiderkammer gehen. Das war nur für sich eine bodenlose Frechheit. Als wenn ich mir jetzt einen Anzug von einem leihe, der wahrscheinlich selber schon fünfmal im Friedhof verliehen wurde. Das meinte ich jetzt auch nicht. Diese Gruppierung, von der ich gerade sprach, das ist ein Verbund von Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Was ich an Rückmeldungen höre, höre ich sehr viel Gutes, weil da Menschen zusammen sind und sich miteinander besprechen, die alle dieses unvorstellbare Unglück haben, erleiden müssen. Die helfen sich gegenseitig, die treffen sich, die rufen, die telefonieren auch in der Nacht miteinander. Ja, das ist der absolute Hammer. Wenn du gerne möchtest, können wir da dir auch einen Kontakt gleich herstellen, dass du dich da vielleicht mal hinwendest zu einer Gruppe von denen. Ja, wir müssen, ich wollte das auch jetzt erstmal auch so alles selber so verarbeiten und das alles und so. Du musst halt sehen, ich finde, das ist sicher sehr gut, wenn du das so sagst, aber irgendwann kann man auch alleine es nicht mehr schaffen. Und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn man Menschen hat, mit denen man sprechen kann. Weil sprechen, es gibt keinen wirklichen Trost in der Situation. Das gibt es nicht. Aber es gibt schon ein wenig Erleichterung, wenn man sprechen kann. Ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Aber was ich meine, ich habe auch noch erwachsene Kinder. Von meiner ersten Ehe habe ich noch erwachsene Kinder. Mit 3. Die helfen mir auch ziemlich viel. Also du bist schon ganz gut eingebettet so in dein Umfeld. Ja, ich habe so, ja, so im großen Ganzen, ja. So, wenn man so in dem Tag, so meine Geschwister. Aber weißt du, das ist ja auch so normal. Das, natürlich sind die meisten so in den ersten Tagen und Wochen, da sind die Menschen sehr interessiert und besorgt. Aber irgendwann, wenn so eine Normalität dann wieder kommt, nach ein paar Monaten, wo es für den Betroffenen jetzt in deinem Fall immer noch ganz frisch ist, da ist es für Leute, die ein bisschen weiter weg sind, ist es schon Vergangenheit. Und für die kommt dann wieder die Normalität. Und für den Trauernden ist die Normalität noch lange nicht da. Ach, das könnte ich ja nur für sich nicht sagen von meinen Geschwistern. Also die waren sofort da, als sie gehört haben, dass die Sarah tot ist. Die waren gleich am gleichen Tag waren die da. Ah ja, das ist ja schön. Die ist haben, gut zu sehen. Also die haben wirklich alles gemacht und so weiter. Und ihre Mutter kam ja auch mit ihrer Mutter, der Oma und so, die kamen ja auch den Tag noch da. Und lass uns mal Folgendes machen. Mein Psychologe ruft dich nochmal an. Dann könnt ihr sowieso erstmal noch ein bisschen reden. Und er kann dir die eine oder andere Adresse an die Hand geben. Und wenn du das möchtest, nimmst du einfach Kontakt auf. Du entscheidest das. Ja. Nochmal mein tiefes Mitgefühl. Ich danke. Alles Gute und viel Kraft. Ja. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Gabi ist hier. Gabi ist 55. Guten Morgen. Ja, mein Domian. Hallo, Gabi. Domian, ich habe 2 Down-Syndrom-Kinder. Ja. Die sind beide herzkrank, sind aber operiert. Wie alt sind die Kinder? Die Kleine ist 12 und der Große 15. 12 und 15, beide das gleiche Syndrom? Ja. Wie kommt das? Die haben wir adoptiert. Ach, die habt ihr adoptiert. Das heißt, wie alt waren die Kinder, als ihr sie adoptiert? Katrin habe ich schon vor der Geburt gehabt, also die habe ich direkt am ersten Tag abgeholt. Und den Timo hatte ich mit 1,5 Jahren. Wusstest du, dass die Kinder... Ja. Du hast dich also bewusst für ein behindertes Kind entschieden? Ja. Warum?
Ich habe die keiner holt, Domian. Wenn du mal in die Adoptionslisten guckst, da steht Wunschkinder, blond und blauäugig. Mhm. Im Katalog, weißt du. Und das hat mich dermaßen, ja, abgestoßen. Da habe ich dann zu meinem Mann gesagt, weißt du was, wir holen uns zwei Behinderte. Beziehungsweise einen wollten wir erst haben. Wir wollten gar keine zwei. Mhm. Ja, und dann haben wir den Timo gekriegt. Und dann kriege ich dann irgendwann mal einen Anruf, die haben so ein Down-Syndrom-Kind, würden sie noch eins nehmen? Ich sage, nee, um Gottes Willen. Also Timo, der konnte nicht trinken, hatte keinen Saugreflex, der war in der Arbeit wie Holle. Mhm. Da habe ich die Kleinen mir angeguckt, die war gerade geboren, klatscherote Haare, pottenhässlich, die sah aus wie eine Tomate, ganz verschrumpelt, da habe ich die auf dem Arm, da war meine, ne? Ehrlich, das war so eine Süße, weißt du. Und jetzt liebst du sie heiß und innig, die beiden? Natürlich, die habe ich jetzt 15 Jahre und 12 Jahre. Das ist aber sehr nett, was du da erzählst, muss ich aber gleich sagen. Sehr rührend, sehr rührend. Down-Syndrom und Herzklappenfehler? Ja, wir haben die meisten Downies. Ach so. 80% der Downies sind herzkrank. Ach so, was macht man dagegen? Auch operativ? Ich habe die beide operieren lassen. Ich war mit denen beide in Önhausen, bin mit denen direkt, Katrin direkt am ersten Tag, bin ich direkt nach Önhausen, bin da 14 Tage mit ihr geblieben. Und musste da auch eine, so wie wir es gerade gehört haben, eine neue Herzklappe eingesetzt werden? Der Team hat einen ganz neuen AV-Kanal gekriegt. Ein was? Ein AV-Kanal, das ist also ganz umgedreht gewesen. So, genau darf mich halt auch nicht fragen. Genau, weiß ich das auch nicht. Also irgendwann. Da war alles verdreht, alles haben sie wieder richtig gemacht. Also war eine komplizierte Herzoperation. Ja, ja. Und jetzt geht's ihm gut. Dem geht ganz gut, ja. Obwohl der Timo sehr behindert ist, ne? Der spricht nicht, also verstehst du nicht, wir wohl. Mhm. Ich könnte also Dolmetscher für Downies werden. Er ist 12. Der Große ist 14. 14, 15 hast du gerade gesagt. Ja. Mhm. Und die Kleine ist 12. Und die Kleine, spricht sie denn? Sie spricht. Und wie ist es vom Geist, von der geistigen Entwicklung her? Die geht das weiter, ja. Die zieht sich zum Beispiel schon mit Hilfe alleine an. Was kann man sagen, wenn ein, du sagst es Downy, wenn ein Downy 12 ist, ist das die geistige Entwicklung eines Dreijährigen, kann man das so sagen, Vierjährigen? Bei Timo anderthalb vielleicht. Anderthalb, ja. Und bei Katrin, ja, eine 4-5-Jährig, kannst du schon sagen. Ja. Nee, aber nicht. Das ist auch immer mehr Wunschdenken bei. Ich denke eher eine Dreijährige. Das heißt, das ist aber für dich oder euch, für deinen Mann und dich, aber heftig Arbeit. Ja, die werden noch gewickelt und ist schon heftig. Ach, Arbeit. Die müssen beide gewickelt werden. Und vor allen Dingen, Julian, du darfst wissen, ich bin auch alt. Der erste Anruf von hat gesagt, die Oma könnte nicht mehr helfen, weil sie 54 ist. Mit 55 muss das alles noch machen. Ja, ich wollte sagen, so alt fand ich das auch gar nicht mit 55. Nee. Sag mal, woher, du hast ja so ein gutes Herz. Nee, überhaupt doch. Nicht. Finde ich schon. Doch, finde ich schon. Wie du das gerade so ganz selbstverständlich erzählt hast, finde ich schon. Das musst du dir jetzt auch mal sagen lassen. Nee, das ist überhaupt nicht. Wir kriegen so viel zurück, so viel Liebe. Weißt du, anfangs war es sehr schlimm. Wir wohnen hier im kleinen Dorf, wir sind viel angemacht worden. Glaube ich. Bei Hitler wäre es was verjagt. Ja, furchtbar. Ne? Oder, dass die Leute sagen, ja, warum holen sie sich denn? Das ist ein behindertes Kind, natürlich. Ne? Sowas. Ja. Aber ich habe mir gesagt, wissen Sie, sind behinderter als meine Kinder. Genau. Da habe ich sie stehen lassen, da war ich den gesungen. Genau, da kann man nur frech reagieren und dann ist es gut. Inzwischen, die sind ganz freundlich, meine Kinder. Wenn ich mit denen in der Stadt, die brauche 6 Stunden, weil die jeden und Tag sagen. Ne? habt ihr auch eigene Kinder? Ich hatte einen Sohn, der früh gestorben ist. Ach so. Resultiert das vielleicht auch daher, dass du dein Kind verloren hast? Nee. Wir waren uns einig, bevor wir uns eigene anschaffen. Wir sind zu viele in Heimen, wir wollten welche aus dem Heim haben. Finde ich eine gute Einstellung. Das war einfach so. Sind genug Kinder da, also und ich halte so mit jenen weitergeben, so halte ich eh nichts von. Sag mal, sind die jenen meistens. Sag mal, die beiden, bei guter Pflege, sage ich mal, guter Betreuung, können die dann schon ein stattliches Alter erreichen, die beiden? Ja, die werden jetzt normal alt, nachdem die medizinische Versorgung besser ist. Ja. Früher sind die ja versteckt worden, Domian, und da ist nichts gemacht worden medizinisch. Das weiß ich. Also ich erkenne jetzt einen Downy, der ist 64. Ja, ja. Also, das ist ja eine tolle Sache. Gabi, meine Sendung ist gleich rum. Ja. Wir hätten ja noch viel länger miteinander plaudern können. Aber toll, dass du da warst. Gut, und toll, was du machst. Toll, was du machst. Ich wünsche dir was. Bist eine liebe und tolle Frau. Gespräch, ne? Alles Gute euch allen, euch dreien, euch vieren. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht. In der Technik war Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wird der Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival mit einer freien und offenen Themennacht. Ihr könnt uns ab 0 Uhr erreichen und um 1 Uhr.